Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir hier den Typi erledigt. Mal schauen, wie der überhaupt hieß. Irgendwas mit steinerne Faust. Talos. Nach dem dritten Anlauf haben wir den endlich gelegt und jetzt ja, ist er hier auf der Insel. Ist es eigentlich cleared. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal zu Markus zurück. Welches Auge haben wir ja jetzt erfolgreich gestohlen? Und wir aktivieren die Quest noch. Das andere ist 25, ja, das ist viel zu hoch noch. So, kehre zu Markus zurück. Schauen wir doch mal, was uns er zu erzählen hat. Wahrscheinlich würde er uns wieder abzocken und uns keine Kohle geben wollen dafür. Und ich weiß, ich könnte jetzt meine Rüstung schon aufwerten. Ich will es aber noch nicht, weil ich glaube, es bringt es doch nicht, wenn ich jetzt aufwerte, weil man immer neue Rüstungen im Spiel bekommt. Ich will mir das eher ein bisschen aufheben für die hochleveligeren Gebiete. Dass wir da das Material haben, was wir auch benötigen dann. Oder halt, dass wir eine gewisse Rüstungsart bloß aufrüsten. Ein Set praktisch. Jetzt ist alles noch ein bisschen bunt zusammengewürfelt, sag ich mal. So. Weißt du, wie viele Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Das nennst du Spaß? Genau. Dein Spaß, mein Blut. Du musst aufhören, mich in sowas hineinzuziehen, Markus. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Oh, du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie, dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! Wo genau an der Ostküste? An der Ostküste. Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Und wenn diese Besucher nicht von Kephallenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kephallenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen. Okay, machen wir uns auf den Weg. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kephallenierin zu sein. Bluten oder bluten lassen. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir die Quest verfolgen können. Schicke Gäste. Cassandra hatte genug von Markus' Plänen, aber der Spaß war noch nicht vorbei. Unbekannte Besucher hatten auf Kephallenia angelegt und Markus war sicher, dass sie seinen Plänen im Weg stehen würden. Finn und töte die Neuankömmlinge. Die Neuankömmlinge auf Kephallenia sind vermutlich Schläger des Zyklopen. Sie haben im Osten der Küste von Kuliadai angelegt. Die Neuankömmlinge benutzen vermutlich das verlassene Haus. XP und Drachmen. Dann machen wir das doch mal.
So, schauen wir doch mal auf die Karte. Das müsste hier irgendwo sein. Ja, da ist es auch schon, oder? Also ich denke mal, es wird hier oben irgendwo sein. Also ich denke mal, hier irgendwo in dem Bereich. Was habe ich denn sonst noch? Brennfieber. Kausos. Kausos ist bestimmt die andere Insel da drüben, oder? Ithaka, ne? Kausos, wo soll denn Kausos sein? Rund 21 Meter, das ist ja gar nicht so weit weg. Machen wir das doch gleich, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Machen wir das andere später. Nein, das wollte ich nicht. Ja, da unten. Ich vergesse immer. Oh, ist hier was? Oh, das gibt es heftig. Gift ist geil. Wie lange hält das Gift? Kann mir keiner sagen. Okay. Das Brennfieber. Ah, schaut schon richtig cool aus. Und Leute, ich krieg bald meine 4K-Karte, Capture Card. Da kann ich endlich auch auf 4K spielen. Zwar jetzt nicht, ich glaube nicht, dass ich es in 4K hochladen werde, weil es einfach zu große Datenmengen dann sind, aber ich kann wenigstens schon beim 4K spielen. Und die Qualität muss natürlich auch besser sein, wenn es runtergerechnet wird. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wird ein bisschen Einstellungssache werden, sehe ich jetzt schon, kommt, da graust es mich schon, aber ich freue mich schon. Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund. Niemand wird gesund. Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wir haben Kinder. Denkt an sie. Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldnerin. Lasst sie gehen. Was?
das... Du bist kein Gott. So, Baby. Down. Gefährdenzeug. Wesen. Dass ich die hier noch looten kann. Looten. So, wir sind da drüben. Schauen wir doch mal. Ja, da freut er sich, ja? Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Ach, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Klar nehme ich die. Es wird reichen müssen. Ich muss die ganze Kohle nehmen, Leute. Das hilft nicht. Nur Drachmen. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir doch mal hier hoch. Und verfolgen die andere Quest noch. Komm, wir reiten mal. Dann wollen wir mal. Geht doch ein bisschen schneller. Schon ein bisschen schneller, das Pferd. Ich glaube, schneller wie ein Odyssee sogar. Los. Und weiter. Das ist nur so ein Wolf. Komm schon. Los. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier die Hütte finden. Hier, irgendwo müsste es ja sein. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ich habe im Osten der Küste Kol Yadai im Osten. Oh, nicht, oder? Es ist hier dann irgendwo. Alter Schwede. Okay, warte, machen wir mal so. Wir machen eine Schnellreise. Jetzt war ich ganz oben auf in der Insel dort.
So. Okay, es müsste dann hier irgendwo sein, oder? Ne, müssen wir mal drehen. Da ist der Hafen. Ein verlassenes Haus. Sami, ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. Ich weiß nicht, ob das da drüben sein soll. Mal hier oben, unten irgendwo. Ich gehe einfach mal hier runter. Ja, okay. Vorne. Da sind Sie und das verlassene Haus. Ich speichere noch mal. Ein Haufen Wachen, mei. Okay, müssen wir eigentlich hier rumkommen? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Okay. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen.
Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. Vielleicht. Aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldnerin. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster, der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Wenn du mir folgen würdest, Cassandra. Woher weißt du, wie ich heiße? Okay, irgendwo stimmt mit dem nicht. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Ein kleiner nächster Auftrag. Oh, und Söldnerin. Versag nicht. Okay. Geht Schlag auf Schlag weiter. Wir haben jetzt hier aber nichts anderes. Die Karatka-Quest, okay, die können wir noch nicht machen. Stufe 25. Okay, hier haben wir auch nichts. Wir haben jetzt nur die eine Quest hier eigentlich. Wir werden jetzt aber trotzdem hier noch ein bisschen umschauen. Und alles mitnehmen. Einen neuen Bogen.
Stufe 6. So ist hier nicht, oder? Schauen wir uns schnell den Bogen an. Ein bisschen mehr Bums. Schwerer Bogen, Stufe 8, okay. Hier oben noch was? Oder Drachmen? Das ist so eine Brandvase da, glaube ich. Okay, ist nicht mehr. Kriegen wir wenigstens noch Pfeile zurück, das ist schon mal gut. Okay, wo geht's jetzt hin? Tucker ist hier. Haben wir jetzt hier überhaupt noch irgendwas zu erledigen? Hier unten wäre noch. Ich glaube, wir gehen jetzt erst nochmal hier runter. In der nächsten Folge. Und werden dann die Fragezeichen hier noch machen. Ich werde schon mal hinlaufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird sehr, sehr spannend. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.